Nanga Parbat. 2004 hat mir Reinhold Messner einen Brief geschrieben, wo drin stand, ob ich mir vorstellen könnte, mit ihm zusammenzuarbeiten. Und es hat damals, wussten wir noch nicht, also was wir genau machen. Ich habe mich sehr gefreut über diesen Brief. Und wir haben uns dann getroffen und wir haben uns dann öfters gesehen und welches Thema. Und ich habe gewusst, ich kann jetzt mit ihm nicht jetzt irgendeine Expedition machen, die in meinem Alter ja nicht mehr vielleicht so gerecht ist, dass ich das durchhalte. Also war es für mich eigentlich fast logisch, dass ich das Thema den Tod seines Bruders ihm vorschlagen werde. Es war dann so, ich musste erst einmal feststellen für mich selber, ob ich das mit ihm machen kann. Weil es gibt ja so viele Kontroversen seit 1970, Streitereien unter seinen Bergkameraden. Und da habe ich, habe das immer ein bisschen verfolgt, das ganze, ganze Geschichte. Und ich musste mich dann persönlich selber sagen, okay, weil es war niemand dabei, auch wenn sie ihm vorhalten, dass er seinen Bruder irgendwie in den Tod geschickt hat oder was. Ich musste damit selber fertig werden und sagen, mache ich den Film oder mache ich den Film nicht. Günther, geh auf den Hof und warte dort auf mich. Immer müssen sie aus der Reihe tanzen. Halt ihren eigenen Kopf. Das kann auch nicht schaden. Und innerhalb von 2-3 Jahren habe ich Reinhold Messner vertraut. Und es hat sich da eine Einheit gebildet zwischen mir und ihm. Ich kannte seine Familie inzwischen, ich kannte seine Geschwister und habe festgestellt, dass er eine ganz tolle, intakte Familie ist. Und das war für mich dann ausschlaggebend, wo ich mir gesagt habe, okay, es kann doch ein Mensch nicht 40 Jahre, jetzt haben wir 2010 von 1970, 40 Jahre lügen und sagen, das war nicht so. Das gibt es in der Psychologie nicht. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Bruder den anderen im Stich lässt. Und man muss sich das ja vorstellen, bei 8000 Meter, kein Sauerstoff, 40 Grad Kälte, Minus, alles die ganzen Unwegsamkeiten, die da hinzukommen. Also, und ich habe mich mit so vielen Bergsteigern unterhalten, Extrembergsteigern, die alle gesagt haben, das ist überhaupt nicht möglich, dass sowas ist. Ich glaube, da kämpft jeder ums Überleben. Die ewige Warterei. Wir sitzen hier alle aufeinander und nichts passiert. Du hast recht. Wir sitzen schon viel zu lange hier. Reinhold! Bitte. Wir haben jedenfalls sind wir dann rangegangen, den Film zu machen. Wir haben als erstes haben wir in Pakistan angefangen. Wir waren dreimal in Pakistan am Nanga Parbat. Und es war für mich natürlich ganz gewaltig, das erste Mal diesen großen Berg zu sehen. Und ich habe mir gedacht, die Bergsteiger, die müssen alle irgendwie nicht ganz dicht sein, dass sie überhaupt an so einem Berg bewältigen oder dass sie überhaupt so wo raufsteigen. Und es war für mich, ja, es waren für mich eigentlich die interessantesten Dreharbeiten, die ich eigentlich in meiner langjährigen Laufbahn, ich habe damals 1961 angefangen in der Bavaria, in meiner langen Laufbahn erleben durfte. Und es war einfach ganz großartig mit Reinhold Messner, den ich ja als Junge kannte und war immer fasziniert von ihm, dann mit ihm an seiner Seite zu stehen und zu gehen. Und mit ihm den ganzen Film durchzumachen. Und es war ganz großartig. Und ich weiß, Reinhold Messner wird nicht nur geliebt, er wird von vielen geliebt und von vielen gehasst. Aber ich glaube, so ein extremer Mensch und der so viel geschafft hat in seinem Leben, dann versteht man das auch, dass der nicht einfach ist. Also für mich war es ganz klar, ich habe einen tollen Menschen kennengelernt und habe auch in diesen 6 Jahren, wo ich ihn kenne, werde ich meine Freundschaft zu ihm weiterhin pflegen, wenn er es zulässt. Und der Film, also hat mich dann natürlich schon wachgerüttelt. Also ich kann nur sagen, ich bewundere die Leute. Ich habe am Anfang nicht gewusst, warum machen sie sowas.
Ich bewundere die Leute, weil sie mit sich selber so im Reinen sind und die wollen irgendwie Natur genießen und die Einsamkeit, die Stille und auch die körperliche Herausforderungen. Der Film hat mir viel gegeben, weil ich viele extreme Menschen kennengelernt habe. Ich habe Einsamkeit, Ruhe, ich habe erlebt die Natur in Vollendung, in der Grausamkeit, in der Schönheit.